Menschen und wilde Tiere streiten immer heftiger um ihren Lebensraum, auch in Nairobi. Mitten durch Nairobis Nationalpark verlaufen nun Gleise für eine neue Zugverbindung. Die Natur muss weichen angesichts der Wirtschaftsinteressen der Menschen. 1970 lebten hier 10 Millionen Menschen. 55 Millionen sind es heute. Auch die Zahl der Elefanten ist aufgrund des erfolgreichen Kampfes gegen den illegalen Elfenbeinhandel gestiegen. 8% des Landes für Nationalparks sind für sie jedoch zu wenig. Und immer mehr Wanderwege für wilde Tiere gehen verloren. Überall entstehen neue Straßen, Städte, Gehöfte. Es gibt immer mehr Menschen und auch immer mehr Vieh. Und alle streiten sie sich um Wasser, Vegetation, Lebensraum. Wir haben die Wildnis zurückgedrängt. Die Löwen töten unsere Kühe und Ziegen und die Elefanten töten uns. Sollen wir da etwa untätig bleiben? Die Lage hier ist wirklich schlimm. Ist ein Zusammenleben von Menschen und wilden Tieren noch möglich? Und zu welchem Preis? Im Südosten Kenias wird das Leben der Bewohner zwischen den beiden Tsavo-Nationalparks schwieriger. Seit 2 Jahren bauen Henry und seine Frau an einem seltsam anmutenden Gerüst aus Holz. Das wird mal ein Beobachtungsturm, damit ich sehe, ob die Elefanten ankommen und meinen Hof überfallen. Für sie ist dieser Turm lebenswichtig. Seit die Elefanten meinen Bruder getötet haben, leben wir in Angst. Da muss ich meinem Sohn wohl ein Motorradtaxi zur Schule zahlen. Der Unfall seines Bruders war morgens, auf einer Straße nahe seiner Arbeit. Mein Bruder stieß auf den Elefanten, ganz unversehens, und der griff ihn an. Die Leute hörten seine Schreie, aber als sie ihm zu Hilfe kamen, war er schon tot. Sein Hals, seine Hände waren zertrampelt, die meisten Knochen gebrochen. Der Elefant hat ihn umgerannt und umhergeschleudert und ihn mehrmals durchbohrt. Für mich ist das traumatisch. Bis heute denke ich, er sei noch am Leben. Aber wenn ich sein Grab sehe, weiß ich, er ist für immer von uns gegangen. Heute muss er alleine für die Familie seines Bruders sorgen. Das ist kaum zu schaffen. All seine Anträge auf Entschädigungszahlungen blieben bislang ohne Antwort. Der Staat sollte eigentlich Abfindungen für die Toten und Verletzten zahlen, ist aber seit Jahren im Rückstand. Die Regierung schuldet den Familien der Opfer von Wildtieren bis heute über 20 Millionen Euro. Die Maisernte steht an und lockt jede Menge Elefanten an. Der Tod meines Bruders war Pech. Das kann man keinem vorwerfen. Jedes Mal, wenn ich einen Elefanten sehe, nimmt mich das mit, denn das erinnert mich immer an meinen Bruder. Aber ich bin nicht gegen den Schutz von Elefanten. Dieser Konflikt braucht eben eine Lösung. Und wenn sich das hinzieht, sind wir weiter die Leidtragenden. Solange verteidigen die Bauern sich so gut sie können. Mit der Steinschleuder hier vertreibe ich Elefanten, Paviane und Vögel. Die zerstören mir die Ernte. Bei den Elefanten ziele ich auf die Ohren. Und mit Glück erwische ich ihre Stoßzähne. Da drehen Elefanten normalerweise um und rennen weg. Von denen mache ich viele. Das zündet man an und schmeißt es auf die Elefanten. Auch wenn sie viele sind, hauen sie ab. Bei Elefanten darf man kein Feigling sein. Man braucht Mut. Wenn man Angst hat, kann man Elefanten nicht täuschen. Elefanten können nicht meine Freunde sein. Sie werden immer meine Feinde sein. Weil wenn ich was anbaue, zerstören die mir meine Existenz. Die Paviane genauso. Die machen mir die Ernte kaputt. Wie kann ich mit diesen Tieren gut Freund sein?
Ich habe nicht das Recht, diese Wildtiere zu töten. Wenn ich dürfte, brächte ich sie um. Die Regierung interessiert sich vor allem für die Wildtiere, die Grundlage der kenianischen Wirtschaft. Viele Bauern sind davon betroffen. Letztes Jahr haben die Elefanten mir einen halben Morgen Mais verwüstet und bis jetzt hat keiner mir geschrieben, ob ich Entschädigung kriege. Die Kenya Wildlife Services interessieren sich für Tiere, nicht für Menschen. Wenn ein Elefant einen Menschen tötet, kommt keiner. Aber wenn ein Elefant getötet wird, dann kommen all die KWS-Bosse im Hubschrauber und wollen wissen, wie der Elefant umgekommen ist. Es gibt sehr brutale Zusammenstöße zwischen Menschen und Elefanten. Am häufigsten nachts. Und das versetzt die Gemeinden noch mehr in Angst und Schrecken. Wenn sie die Elefanten anrücken sehen, können sie Steine auf sie werfen, Speere. Und auf sowas reagieren die Elefanten ganz schlecht. Und da werden Elefanten dann extrem gefährlich und bringen Menschen um, weil sie sofort angreifen. Die rasen los und da kommen Menschen wirklich ums Leben. In Kenia hat man den Eindruck, dass die Lage immer schlimmer wird. Man kommt nur schwer an Daten zu den Konflikten zwischen Elefanten und Menschen ran. Nicht alles wird erfasst. Die Statistiken zeigen nur ein Minimum. Man stellt wirklich eine Eskalation des Konfliktes fest. Die Konflikte zwischen Menschen und Elefanten sind der Hauptgrund für Verletzungen und die Todesrate bei Elefanten. Lucy King hatte die auf den ersten Blick verrückt erscheinende Idee, Bienen als Schutz vor räuberischen Elefanten einzusetzen. Denn sie hatte gehört, dass Elefanten sich niemals Bienenkörben nähern. Das hier sahen wir, als wir Elefanten zum ersten Mal das Geräusch von Bienen vorspielten. Also das hier ist die Familie. Die ruht sich unter einem Baum aus und wenn man das Geräusch von Bienen abspielt, sehen sie ihre Reaktion. Eine der Kühe links schubst ein Jungtier, als wollte sie sagen, los, aufstehen, es gibt ein Problem. Und eine der Kühe macht sich davon. Und sofort folgen auch die anderen, wie das Leittier dahinter, mit dem hoch erhobenen Kopf. Denn die kennt die Gefahr für ihre Familie genau. Und alle verschwinden sie. Sie haben genauso drastisch reagiert, wie vorab von uns vermutet, und sind geflohen. Dieses Experiment wurde oft wiederholt, mit demselben Erfolg. Aber warum haben die Riesen vor Bienen solch eine Heidenangst? Es ist unglaublich, weil Elefanten eine sehr dicke Haut haben, circa 2 cm. Aber die Bienen können in sämtliche Feuchtzonen stechen, vor allem in die Augen, den Rüssel und den Mund. Afrikanische Bienen sind ganz besonders aggressiv. Und wenn sie stechen, setzt das ein Pheromon frei und das lockt andere Bienen herbei. Und die greifen dann genau dieselbe Stelle an. Das jagt den Elefanten wirklich Angst ein. Nicht der Stich an sich, aber wohl, dass der Stich dann noch 15, 20, 100 weitere Bienen anlockt, die dann alle in dieselbe Stelle stechen. Diese Entdeckung von Lucy King hat das Leben dieses Bauern verändert. Lange war er verzweifelt, denn die Elefanten haben in 15 Jahren einen Großteil seiner Ernte zerstört. Das Schlimmste war diese Herde mit 18 Elefanten und einem Kalb. In dem Jahr hat die nicht gejuckt, ob einer auf Eisen schlägt oder Feuer anzündet. Mit nichts waren die zu vertreiben. Die haben meine Plantagen zertrampelt und sind in mein Haus eingebrochen, weil ich da Mungbohnen hatte. Ich habe alles verloren. Da waren all meine Habseligkeiten drin. Die Elefanten haben die Mauern eingetreten, das Bett zerstört, meine Kleider zerfetzt. Ich musste wieder bei Null anfangen. Ich konnte sie nur verfluchen und mit Worten töten, weil in echt töten durfte ich sie ja nicht. Das hat mich komplett frustriert. Lucy King schlug ihm vor, die Elefanten mit Hilfe von Bienenstöcken von seinem Feld abzuhalten. Meine Nachbarn hielten mich für verrückt. Sie meinten, die Bienen würden mich totstechen. Und ich sagte, nein, stellen wir doch die Bienenstöcke auf. Mal sehen, wie die mich töten. Sonst zogen die Elefanten immer mitten über meinen Hof. Aber als sie die Bienenstöcke sahen, machten sie einen Umweg. Und heute habe ich einen dreifachen Schutz. Die Bienenstöcke und noch dazu ziehe ich Sonnenblumen und Paprika.
Elefanten fressen keine Sonnenblumen, keine Paprika und keine Bienen. Game over. Ich habe gelernt, mit den Elefanten zu leben. Lucy Kings Team bildet die ärmsten Bauern zu Imkern aus. Für sie ist der Verlust einer Ernte wegen der Elefanten eine Tragödie. Eine Honigernte aber von großem Wert. Gerade habe ich gelernt, wie man Honig macht. Hast du keine Angst? Nein. Das hier ist ein Bienennest mit Honig. Es ist ein bisschen schwer. Mit Bienenstöcken lassen sich die Elefanten in 80% aller Fälle aufhalten. Bei den restlichen 20% sind die Bienen der Trockenheit oder Pestiziden zum Opfer gefallen. Und so erweist sich diese Lösung für kleine Bauernhöfe als besonders wirksam. Die Leute wollen Bienenstöcke und wir haben nicht genug von ihnen. Aber unsere Rolle ist auch nicht der Bau von Bienenstockzäunen in ganz Afrika. Wir wollen dafür sorgen, dass andere sie weiterbauen, zum Nutzen von immer mehr Gemeinden. Bei den Maasai, weiter im Westen, sind Löwen das Problem, die ihr Vieh bedrohen. Das ist die Spur eines Junglöwen. Ganz besonders bei Jungen im Rudel will die Mutter die ganze Zeit über jagen und sie füttern. Da ist Vieh die leichteste Beute. Und das ist eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich. Es gibt immer mehr Löwen, aber auch immer mehr Konflikte. Konflikte zwischen Menschen und Löwen sollen die Simba-Scouts schlichten. Und deshalb müssen sie jeden Tag die Routen der Raubtiere verfolgen. Einige Löwen tragen GPS-Sender. Da ist das Signal sehr stark. Gestern waren sie noch Löwentöter. Heute verfolgen diese Maasai-Krieger sie zu ihrem eigenen Besten. Sie warnen die Hirten und vertreiben die Löwen, wenn nötig. Wir tun so, als jagten wir die Löwen, wirklich mit unseren Speeren. Die Löwen denken dann, wir würden sie töten, so wie früher. Und dann fliehen sie. Alle Ältesten haben Löwen nach der heute verbotenen Tradition getötet. Ich bin mit der Vorstellung aufgewachsen, dass Löwen unsere großen Feinde sind. Als Kind war ich Hirte und habe gelernt, dass man Löwen nicht dulden darf. Man musste sie töten. Ich habe Löwen getötet, damit ich einen Kampfnamen kriege und die Mädchen auf mich stehen. Als Simba-Scout habe ich gesehen, wie viel man vom Schutz der Löwen hat. Ich selbst konnte von meinem Gehalt 5 bis 10 Kühe kaufen. Für diese Arbeit braucht es jemand, auf den die Maasai hören. Die Wut auf die Löwen zu bändigen, das ist eine heikle Aufgabe. Das ist wirklich schwer. Man muss die Leute förmlich anflehen, den Löwen nicht zu töten, während dort der Kadaver liegt, mit dem Löwen ganz in der Nähe. Das sorgt für viele Spannungen. Manchmal greifen die Leute uns an, aber wir schlagen nicht zurück, denn unsere Aufgabe ist es, dass sie mit den Löwen ihren Frieden machen. Wildtiere retten, ohne dabei den Menschen im Blick zu haben, ist zum Scheitern verurteilt. Die Tierschützer haben das verstanden. Die meisten Organisationen zahlen beim Verlust von Viehentschädigungen. Die Verluste der Menschen wegen der Raubtiere auf ihrem Land sind enorm. Und da sagen wir ihnen mit dem wenigen Geld, das wir ihnen geben, es tut uns leid. Damit sie gar nicht erst an Rache denken. Heute haben die Ranger viel mehr mit der Schlichtung von Konflikten zwischen Bewohnern und Wildtieren zu tun, als mit illegalem Handel. Und das bei Tag und Nacht. Nachts überfallen die Elefanten auf der Suche nach Futterplantagen. Die Ranger verjagen sie, damit die Bewohner es nicht selbst tun und brutaler. Diese nächtlichen Probleme will die Stiftung Big Life mit 110 Kilometer Elektrozaun nahe des Amboseli-Nationalparks bekämpfen. Er schützt die Bewohner vor Plünderungen durch Elefanten und gleichzeitig auch die Wanderwege der Tiere. Das reicht nicht immer aus. Der Elefant ist da lang gekommen, hat den Pfosten umgerannt und ist da lang wieder weggerannt. Das war wieder ein Angriff von einem dieser durchgedrehten Elefanten, der die Ernte plündert. Er riecht, dass es auf dem Gehöft noch etwas zu fressen gibt und reißt dann den Zaun um, komme was wolle.
Die Elektrozäune müssen ständig gewartet werden und kosten daher eine Menge Geld. Eine Lösung für das ganze Land sind sie daher nicht. Kleinbauern haben ihr Land zu einem Schutzgebiet für Elefanten zusammengelegt. Anbauen dürfen sie dann dort nichts mehr und auch kein Vieh mehr weiden. Erhalten dafür aber eine bestimmte Pacht, je nach Vereinbarung mit den Tourismusunternehmen. Nach Corona sind diese für die Tierwelt sehr wichtigen Schutzgebiete auf Gemeindeland bedroht. Die Touristen blieben aus, die Einnahmen größtenteils auch, und das bringt das ganze System ins Wanken. Eine weitere Bedrohung der Schutzgebiete ist eine Agrarreform, die den Maasai ehemaliges Gemeindeland übereignet. Für die Ärmsten ist da die Versuchung groß, ihr Land an den Höchstbietenden zu verkaufen. Den großzügigen Angeboten der Agrarindustrie können sie nur schwer widerstehen. Deren gigantische Farmen breiten sich immer weiter aus. Das Land wird für riesige Felder mit Avocados oder Tomaten für den Export aufgekauft. Gräben ausheben ist doch nicht so schwer. Die Arbeit muss in 14 Tagen gemacht sein. Und außerdem ist das Pfusch. Mach das nochmal. Die schnell wachsende, mächtige Agrarindustrie braucht sehr viel an Wasser und Pestiziden. Und das wiederum schadet der Tierwelt. Mitten auf den Wildtierwanderwegen entstehen riesige Agrarbetriebe. Die verdrängen die Wildnis noch mehr. Und da sie alles einzäunen, wird die Marschroute der Elefanten umgeleitet. Und dann tauchen die Elefanten plötzlich in Gegenden auf, wo man sie sonst nie sieht. Und natürlich kommt es dann zu umso mehr tödlichen Unfällen für Menschen. Diese Maasai-Familie erlebte eine Tragödie. Vor 6 Monaten kam eines ihrer Kinder ums Leben, ein 12-jähriger Junge. Er hat die Ziegen gehütet, als er auf einen Elefanten stieß. Der Elefant griff ihn an. Er wollte noch wegrennen, aber der Elefant hat ihn eingeholt und umgebracht. Daraufhin wollten alle Männer der Familie den Elefanten töten. Ich wollte diesen Elefanten töten, und wenn nicht, hätte er besser mich getötet, genau wie mein Kind. Ich war unendlich traurig. Dieser junge Mann wurde bei einem Angriff schwer verletzt. Ich habe meinen Speer auf den Elefanten geschleudert, aber nicht getroffen. Meine Beine blieben in einem Graben stecken. Der Elefant hat mich mit seinen Stoßzähnen durchbohrt. Ich habe alle meine Kühe verkauft, damit ich das Krankenhaus bezahlen kann. Wegen dieses Angriffs habe ich alles verloren. Ich kann mit meiner rechten Hand nichts mehr machen, und ich war früher mal Bauer. Sie haben alles verloren. Da kann man verstehen, dass sie nicht viel halten vom Tiertourismus, der 10% des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Früher haben wir immer mit den wilden Tieren gelebt. Heute gibt es aber viel mehr von denen, weil viele Organisationen von Weißen sie schützen. Es ist nicht richtig, dass die wilden Tiere so weit geschützt werden, dass sie sogar Menschen umbringen können. Wen hat der Staat denn zu schützen? Die Tiere oder das Volk? Die Racheakte fordern auch indirekt Opfer. In dieser Auffangstation in Naivasha leben vergiftete Raubvögel. Nur wenige der überlebenden Tiere können wieder ausgewildert werden. Wegen giftigen, eigentlich für Löwen gedachten Viehkadavern sterben auch viele Geier. Nicht selten tötet ein einziger Giftkadaver 200 Geier. Furadan heißt das Gift, das die Raubtiere umbringt und indirekt auch die Geier. Ein Insektizid für die Landwirtschaft, gar nicht teuer und weit verbreitet. Es blockiert die Übertragung von Nervenimpulsen. Fressen die Vögel das Gift, lähmt es sie und sie können daran sterben. Wenn sie so flattern, sind sie glücklich. Und je mehr es regnet, desto mehr flattern sie. Auf, Jungs, alle zusammen! Hallo.
Die können kaum selbstständig fressen. Zum Futter abreißen brauchen sie Widerstand. Wie in der freien Natur, da ernähren sie sich in Gruppen und von Kadavern. Die sind schwer und von denen reißen sie ihr Futter ab. Geier sind unglaublich nützliche Tiere. Ihre Aufgabe ist das Reinigen und die Beseitigung von Kadavern. Ohne Geier könnte sich vieles verbreiten und verfaulen. Das würde zu Krankheiten führen. Die Situation ist grotesk. Diese Jungs sind erstklassige Putzer. Ohne die wären Hygiene und Gesundheit der Menschen schwer bedroht. Böser Junge. Los, hör auf. Das Sterben dieser Geier ist eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit. In den letzten 30, 40 Jahren ist ihre Population in ganz Afrika um 80-90% eingebrochen. Ein Ort in Kenia jedoch kennt keine Konflikte zwischen Mensch und Tier mehr. Nahe am berühmten Masai Mara Nationalparks im Naturschutzgebiet Nachulai hat man mit den traditionellen Regeln des Naturschutzes gebrochen. Wie auch anderswo legten einheimische Bauern ihr Land für die Wildtiere zusammen. Und wie in bestimmten Naturschutzgebieten weiden sie dort auch ihr Vieh und wohnen auch selbst dort. Und das ist eine Revolution. Many people. Viele glaubten nicht, dass man ein Naturschutzgebiet auch für die Bewohner selbst schaffen kann, ohne sie zu vertreiben. Aber wir wollten nicht, dass unsere Gemeinden von ihrem eigenen Land vertrieben werden. Wir wollten keine Flüchtlinge im Namen des Naturschutzes. Das wollten wir nicht. Das 2016 gegründete Naturschutzgebiet Nachulai sieht sich als Vorreiter eines sozialverträglichen Tourismus. Es teilt die Einnahmen aus dem Tourismus gerecht auf und finanziert sich über Crowdfunding. Auch hier können die Wildtiere Schäden anrichten, doch scheint niemand sich daran zu stören. Als die Löwen unser Vieh töteten, haben wir dafür sie getötet. Heute liebe ich die Löwen fast wie meine Kühe. Wie die Milch von meinen Kühen habe ich auch was von den Löwen. Der Ältestenrat regelt die Probleme des Naturschutzparks Nachulai und trifft Entscheidungen für alle Miteigentümer. Jeder kann sein Problem vorbringen, wie dieser Bauer. Ein Löwe hat eine seiner Kühe getötet. Erst war ich sauer, dass ich meine Kuh verloren hatte, aber ich bin froh, dass der Ausschuss mir die Hälfte ihres Wertes auszahlte als Entschädigung. Aber ich schwöre euch, ich war wütend. Nelson Olerehia, der Mitgründer von Nachulai, kritisiert die Art und Weise, wie man die Tierwelt seit der Kolonialzeit geschützt hat. Der Fehler früher war, dass man Naturschutz als eine Art Festung gesehen hat und die einheimische Bevölkerung nicht im Blick hatte. Der Masai Mara Park zum Beispiel wirft Milliarden Dollar ab. Aber davon haben die Einheimischen so gut wie nichts. Warum herrscht noch immer so viel Armut, keinen Meter vom Eingang des Nationalparks entfernt? Warum sollten die Frauen den Touristen unbedingt ihren Nepp andrehen müssen, wenn man was gegen ihre Armut täte? Man müsste mehr dafür tun, dass die einheimischen Gemeinden den Wert wildlebender Tiere auf ihrem Land besser zu schätzen lernen. Für uns trüge das entscheidend zur Lösung dieses Konflikts zwischen Mensch und Tier bei. Hätten die Leute hier wirklich etwas von der Tierwelt, dann gäbe es auch weniger Konflikte.